Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin der Tonschweizer. Der erste Lauf mit der neuen Uhr, mit der Garmin Forerunner 255S Music. Langer Name, kleine Uhr. Warum es genau das Modell geworden ist, möchte ich euch jetzt kurz in dem Video erklären. Meine Gründe, warum ich mich für diese Uhr entschieden habe. Ich bin gespannt, jetzt mal wieder in die Garmin-Welt einzutauchen. Habt das bitte im Hinterkopf. Ich bin da noch ein Neuling. Ich entdecke jetzt alles, habe die Uhr jetzt schön konfiguriert. Alle Einstellungen durchgegangen, die mir jetzt so in den Sinn kamen. Und jetzt zählt es natürlich erstmal, der Uhr ein bisschen Daten zu liefern, dass man so eine gewisse Auswertung hat. Und das mache ich jetzt. Los geht's. Gar nicht, wie ich anfangen soll. Das Geile war, ich habe ja Kopfhörer drin, hören natürlich Musik gerade über die Uhr. Ja, ich habe das Handy natürlich auch dabei, aber das möchte ich halt eher nehmen zum telefonieren, wenn was ist, oder erreichbar sein natürlich, um mal ein Bild zu knipsen. Aber Musik hören finde ich übers Handy irgendwie, mag ich nicht. Das mag ich lieber über die Uhr. Bin ich unabhängiger, kann das Handy mehr stecken lassen, muss da nicht fummeln oder was weiß ich. Ich habe es einfach gerne über die Uhr laufen. Aber die sagt ja hier die Zeit an, die Dame. Ha! Also der letzte Kilometer, den man so gelaufen ist, wie schnell. Mega cool. Kenne ich nicht. Das ist halt schon, sagen wir mal, der erste Punkt. Warum? Musik hören. Deswegen auch die Musikedition. Ich habe das Ganze mit Amazon Music gekoppelt. Der Download dauert da ein bisschen, aber der zieht ja quasi alles runter. Und das ist richtig gut. Kann ich da immer aussuchen, was ich will und so weiter und so fort. Ich glaube, man könnte aber auch MP3s, wenn man das noch besitzt, auf die Uhr kopieren. Aber man kann es auch mit Spotify verwenden und so. Das ist cool, kenne ich nicht. Funktioniert richtig gut. Mucke läuft. Steuerung über die Kopfhörer. Wunderbar, das ist der erste Punkt. Music, denn ich laufe schon gerne mal mit Musik. Ist ja immer tagesformabhängig. Jetzt wollte ich es auch einfach mal ausprobieren mit der Uhr. Ja, für den zweiten Punkt gehe ich mal kurz. Und zwar, klar, die Größe, ne? Die ist schön klein, die kann ich jetzt auch nachts tragen, schön Daten reinfüttern und so. Ist halt, wenn man irgendwie im Winter jetzt einen Pullover trägt oder ein langes Hemd oder sowas, mit einer größeren Uhr hat es mich immer gestört, dass das so rüber geht. Denn ich nutze die Uhr natürlich auch im Alltag als Zeitanzeige. Das kann eine Uhr, muss man weniger aufs Handy gucken. Also die Größe, deswegen auch die S-Variante, schön klein, hier unten, hier bammelt nichts, ja, mag ich auch nicht. So ist das einfach, zack, so ein kleines Teil am Arm, hat jede Menge Features, kann viele, viele Dinge, die auch größere Uhren können, aber das war halt ein großer Punkt für mich. Das Ding ist klein, so, sieht gut aus, schwarz, ne, kleines schwarzes halt. So, jetzt wird es hier dunkel, ich laufe weiter. Dann ist ein Grund noch, diese ganzen Messwerte, die die Uhr aufnimmt, auch durch den Brustgurt, wo ich gleich noch was zu erzählen, Trainingszustand, ne? Die ganzen Sachen, Belastung, Laufleistung, finde ich jetzt auch schon
interessant, was man da so für Schlüsse draus ziehen kann. Dann gibt es ja auch die Body Battery, alles sowas, Stresslevel. Das sind halt einfach interessante Faktoren, wo ich gerne mal drauf gucke und dann meine eigenen Schlüsse draus ziehe. Klar, wenn Christine sagt, hey, jetzt hast du gerade Zeit, laufen zu gehen, und die Uhr sagt, Junge, geh lieber nicht laufen. Da muss man einfach abwägen. Aber dann ist es gut, vielleicht sich da nochmal ein Feedback einzuholen. Hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das finde ich gut, dass man da einfach ein paar Werte hat, um seinen Körper besser kennenzulernen. Ich denke mal, ich kenne ihn schon ganz gut, aber naja, der Kopf möchte manchmal mehr, als der Körper dann zu leisten vermag. Wir kennen die Geschichte ja. Wer da nochmal in geschriebener Form haben möchte, der Link zur Uhr ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Schaut da euch gerne mal um. Wie gesagt, von der 255 gibt es halt auch unterschiedliche Varianten, Größen mit Musik, ohne Musik, Farben. Gibt es auch unterschiedliche. Da kann man sich austoben, denke ich mal. Aber ja, da ist eben nochmal alles zusammengefasst schriftlich. Nächster Schritt, kommen wir zum Brustgurt. Da ist er. HRM Pro Plus. Ich glaube, so heißt da der Name. So heißt der Brustgurt. Ja, die Herzfrequenzmessung an der Brust ist mir natürlich auch schon wichtig beim Sport. Wenn ich da wirklich drauf Wert lege, möchte ich, dass sie dort gemessen wird. Aber, oh sorry, nicht schon wieder eine Fliege. Der Gurt kann natürlich noch viel mehr. Vor allem kann er bei Laufaktivitäten auf dem Laufband indoor die Distanz messen und die Pace ohne GPS. Da hatte ich in der Vergangenheit ja ein paar Abweichungen und Probleme, und das ist natürlich richtig geil, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Einfach Start drücken, Abfahrt, tschüss. Und was ganz cool ist, wenn man die Uhr dann mal nicht dabei hat oder so, der Gurt nimmt das trotzdem auf und synchronisiert das dann später mit der App, glaube ich. Und das ist natürlich auch cool, dass der so einen kleinen Speicher da drin hat. Ja, Batterie kann man natürlich selber tauschen, logisch, die hält auch lange. Ich glaube, Garmin sagt, die hält ein Jahr, wenn man täglich eine Stunde das Ding benutzt. Ja. Ich lege den an, wenn ich jetzt laufen gehe oder radeln oder sowas. Natürlich im Alltag nicht, da habe ich natürlich die Messung. Wo ist sie? Da unten. Ich blende mal ein Bild ein. Dann, was der Gurt noch kann, was ich halt auch interessant finde, bezüglich, was ich gerade erzählt habe, der Laufleistung und alles Mögliche, das muss ich ablesen, das ist zu viel. Bodenkontaktzeit, das heißt, zack, zack, wie berühre ich den Boden? Das ist einfach so, wenn ich eine kürzere Bodenkontaktzeit habe, bin ich halt effizienter und verschwende nicht so viel Kraft. Das hängt natürlich damit zusammen, mit dem Fußaufsatz, vielleicht auch mit dem Schuh. Deswegen habe ich da auch jetzt mal die verschiedenen Schuhe hinterlegt. Natürlich liegt es wahrscheinlich auch im Untergrund, aber ist einfach ein geiles Feature, das rauszubekommen, dass der Gurt das rausschmeißt. Und dann, das vertikale Verhältnis und das Seitenverhältnis quasi, linker Fuß, rechter Fuß. Wie setzt der so auf? Tendiert man eher weiter zu links? Ist zum Beispiel mein ISG hinten im Rücken ein bisschen verklemmt, verspannt. Liegt es vielleicht daran? Mache ich ein paar Übungen und dann korrigiert sich das vielleicht. Also es sind halt einfach coole Messwerte, die der Gurt da aufnimmt, wo man halt einfach ein bisschen schlauer wird draus und ein bisschen was an sich arbeiten kann, wenn man möchte. Aber man hat die Daten halt parat und das ist natürlich sehr, sehr charmant, dass der Gurt das einfach mitmacht. So ist das. Brustgurt. Link in der Videobeschreibung. Checkt es ab. Viele, viele Details gibt es da noch. Und ist auf jeden Fall, vielleicht wäre das auch was für ein Indoor-Radeln mal irgendwann, also Swiften oder so. Da koppelt er sich natürlich dann auch mit den Geräten über die verschiedensten Techniken. Ich glaube AnPlus oder Bluetooth, wie das alles heißt. Also ein geiles Teil, was man sich da noch dran bauen kann.
Ja, ich wurde in den Kommentaren ja auch schon aufgefordert oder gefragt, Philipp, wie machst du das mit den ganzen Messwerten, die die ganze Uhr ausspuckt? Das wiederhole ich jetzt nochmal, da ich ja neu im Garmin-Universum bin, schaue ich ja erstmal alles an und dann werde ich das alles Stück für Stück mal durchgehen, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel links und rechts das Bein, ein Fassad sehe und vielleicht auch bei dem Lauf gemerkt habe, da ist irgendwas verklemmt im Rücken, dann mache ich mal ein bisschen Dehn-Stabis und so weiter und so fort und gucke mir an, wie sich das verändert. Ne? VO2 Max, auch so ein Thema. Da weiß ich natürlich, wie ungefähr meine Werte waren. Ist auch interessant, wie es sich jetzt so bei Garmin entwickeln wird. Vielleicht ist da der Algorithmus oder die Metriken ein bisschen anders. Aber es ist natürlich immer ein guter Anhaltspunkt und stimmt ja so immer, wenn man VO2 Max Training macht, zum Beispiel Intervalle oder sowas, dass es natürlich nach vorne geht. Ne? Ich weiß, dass damals beim Ende letzten Jahres bei dem 5-Kilometer Training ist die extrem hoch gegangen. Ich weiß gar nicht, ob die 65, also auf jeden Fall über 60 rüber. Ich vermute, dass ich jetzt, ich meine, ich mache jetzt auch gerade wieder Gehpausen beim Lauf, da denkt wahrscheinlich die Uhr auch so, Digga, hier, 7 Minuten 22 Sekunden, Runde 4. Da denkt die Uhr wahrscheinlich auch, hey, was ist mit dem los, ne? Aber das ist natürlich dem Knie geschuldet, das erstmal easy, easy, easy. Und da bin ich mal gespannt, was er da so rausspuckt, ob ich jetzt brutal unsportlich bin oder eben nicht. Aber ich gucke mir alle Werte an und ich bitte euch mal in die Kommentare eure Erfahrungen reinzuschreiben mit den Werten oder mal reinzuschreiben, was ich mir bei mir angucken soll, was vielleicht für euch interessant ist. Und dann kann man da mal einfach unterschiedliche Erfahrungen ein bisschen austauschen. Genau, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ja, es ist natürlich ein Haufen an Werte und Daten. Das muss ich natürlich auch erstmal alles verstehen. Was machen diese Daten und Werte und was kann ich daraus einfach für mich rausnehmen? Und das möchte ich euch natürlich auch in folgenden Videos mitteilen, wo es sich eben um diese schicke kleine Uhr hier so dreht. Ja, abschließend zu sagen, ich habe Bock, bin jetzt im Garmin-Universum quasi angekommen. Ansonsten track ich jetzt alles Mögliche mit. Gestern Abend schon mal eine Krafteinheit gemacht und sowas. Ist natürlich praktisch. Ne? Die Uhr ist da, einfach bab, drücken, Abfahrt. Und dann synchronisiert er das alles und lässt das alles so mit einfließen in die tägliche Belastungszeit. Also ich freue mich drauf. Schreibt drunter, was ihr so in Zukunft sehen wollt von der Uhr, was ihr von der Uhr haltet. Vielleicht nochmal, welche Garmin ihr lauft. Für mich ist das auf jeden Fall gerade einfach das Produkt, was bei mir am besten in mein Leben, in mein Laufen reinpasst. Die kann mega viel und da bin ich happy mit. Ist klein, zack, ziehe ich an, Abfahrt. Jo, das war's mit dem Video. Erster Eindruck ist erstmal positiv, funktioniert. Ich kriege hier angesagt, wie schnell ich bin. Das finde ich ja immer noch witzig. Und Musik hören über die Uhr ist natürlich auch geil. Ja, also ihr merkt, ich bin da noch ein bisschen, ne, neu in dem Thema. Ich tauche rein und liefere euch dann in Zukunft noch mal ein paar Videos über so ein paar Metriken und Daten, was ich da so rausgefunden habe und was mich dann sehr wahrscheinlich begeistern wird, denke ich mal, an Garmin und an der Uhr. So, das war's. Genug gelabert. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bis dann, euer Tontrailer und tschüss.